So, da sind wir. Ich möchte euch, oder wir möchten euch im neuen Jahr 2021 herzlich willkommen heißen. Und das natürlich zu einer neuen und der ersten Folge von Stories to Go mit den Pop-Ups natürlich. Wie immer, da ist er. In alter Frische. So, und wir werden heute über ein Thema reden, wo ich mich selber noch überraschen lassen muss, weil wir in letzter Zeit sehr, sehr viele andere Sachen geplant haben und deswegen, ihr seid jetzt mit dabei, ich werde mich jetzt informieren. Wir sprechen über was heute? Ja, das heutige Thema... Das klingt gut. Zurück in die Steinzeit. Nein, nicht, das ist nicht das Thema, sondern es geht darum, über den wunderbaren Spruch, den dereinst der Präsident... Wilhelm Pieck ganz, ganz lange her gesagt hat und der mich ganz besonders inspiriert hat und auch betroffen hat. Und zwar, Sportler sind Diplomaten im Trainingsanzug. Das, ja, und dazu eine Geschichte, wie ich es schamlos ausgenutzt habe, wie so oft. Wie gesagt, der brave Soldat Schweg aus der DDR. Hier sitzt er. So, also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend und die Formulierungen alleine schon, einen Diplomaten im Trainingsanzug, da hat sich jemand wieder einen Kopf drüber gemacht und da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich würde sagen, bis gleich. Stories to go! So, na dann, leg mal los. Diplomat im Trainingsanzug. Ja, bloß gut, dass der Trainingsanzug noch hinten dran hängt. Sonst hätte ich jetzt weißes Hemd und Krawatte und Sakko tragen müssen. Aber, wie gesagt, eine kleine, nette Begebenheit, wie es zu DDR-Zeiten eigentlich so üblich war. Wenn man etwas nicht durchsetzen konnte und erreichen konnte, dann hat man mit dem Staatsratsvorsitzenden, dem Genossen Walter Ulbricht, gedroht. Und das hat kurioserweise ganz gut funktioniert. Vor allen Dingen, wenn man aus diesem Klientel Diplomat Trainingsanzug kam. Ja? Also ich möchte schon sagen, das hat sich wahrscheinlich bis heute auch nicht verändert. Allerdings sind die Namen jetzt nur anders. Ja, das läuft auf dem gleichen Niveau ab. Also, Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Genau. Es hat sich nichts geändert. Mal gucken, was in Zukunft passiert. Also, es sieht so aus. Reise in die Vergangenheit. In meinem vergangenen Leben. Ja, ich war damals mit einer jungen Volleyballerin verheiratet. Und wie das so üblich war, hat man, ja, Mädchen kennenlernen, verloben, heiraten, Kinder. Ach nee, in der Reihenfolge. Wohnung. Wohnung war noch dazwischen. Ja, also das war natürlich. Stimmt das, dass es damals so ein Handicap gewesen ist, überhaupt eine Wohnung zu bekommen? Oder dass du da Voraussetzungen erfüllen musstest, um eine zu bekommen? Handicap? Ja, das ist glaube ich, nicht das treffende Wort. Das ist, es war so, man konnte. Entweder man ist dann zu den Eltern oder zu einem Elternteil gezogen. Oder, ich weiß nicht, wie die es gemacht haben. Fakt ist, habe ich schon wieder Fakt gesagt. Wollte ich eigentlich nie wieder sagen. Was kann man noch für Fakt sagen? So, ihr seht, es geht so weiter. Wir haben uns was vorgenommen fürs neue Jahr. Also ja. Der Humor wird auf jeden Fall ein wenig zurückgesteckt. Ja, wir haben also unsere Beziehung spielen lassen als Diplomaten. Meine ehemalige erste Ehefrau hatte guten Kontakt zu einem höheren Genossen aus der Sportleitung. Und nun sah sie, war ein attraktives Mädel. Grüne Augen, ein bisschen schräg
Ja, genau so, ja, hat sie diesen etwas beleibten älteren Genossen angeguckt und ihnen erklärt, dass sie doch jetzt verlobt sei und es wäre doch sehr schön, wenn er unterstützend eingreifen würde und eine winzig kleine Wohnung besorgen könnte. Ja, und besagter älterer Genosse konnte diesem grünen Blick nicht widerstehen. Und 14 Tage später waren wir stolzer Besitzer eines Scheines, dass wir jetzt Prenzlauer Berg, hi, Prenzlauer Berg, eine Einraumwohnung, Seitenflügel, Hinterhof, erste Etage, Außentoilette bekamen. Das ist so unfassbar. Soll ich das vielleicht nochmal formulieren? Also da würden sich wahrscheinlich einige drum streiten, endlich mal heute auch wieder so eine Toilette zu haben. Es war jedenfalls so, dass wir waren glücklich. Wir hatten unsere vier Wände und ja, es lief. Ach so, und meine Nachbarin war eine ältere, weißhaarige Dame, mit der wir uns sehr gut verstanden haben. Es war die Tante von Horst Buchholz. Die ganz Alten wissen, wer das war. Ganz toller Schauspieler. Wirklich. Ja. Und was noch wichtiger war, diese ältere Dame, wahrscheinlich über Westbeziehung, hatte einen Telefonanschluss. Und nicht nur das, da hing auch ein Telefon dran. Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja, ne, ich meine nicht, dass das von anderen wieder benutzt worden ist für euch. Naja. Ja, wir waren also glücklich. In dieser Wohnung wurde auch unsere erste Tochter Susanne geboren. Ja. Das ist auf jeden Fall jetzt ein Zeitpunkt, nochmal zu sagen, hallo Susi. Ja, das nutzen wir jetzt gleich mal aus. Ihr seid zwar jetzt ausgestiegen aus der Europäischen Union, sie lebt nämlich in England. Ja. Alles aber familiär, alles klar. Alles wird anders dort. Naja, und dann passierte es, was eigentlich passieren musste, wenn man von Hause aus nicht aufgeklärt wurde. Man hat ein zweites bekommen. Schlabberdiwapp war meine ehemalige wieder schwanger. Und jetzt wurde es beängstigend, ja, kritisch, würde ich sagen. Warum? Weil die Größe der Wohnung. Es war ja nur ein Zimmer. Ach so. Hatte ich extra abgetrennt für die Erstgeborene. Also ganz, ganz süß, wirklich. Das war, wir haben eine Puppenstube draus gemacht. Aber es war jetzt nicht, ich wollte gerade sagen, ja. War jetzt aber kein Nachteil für die zweite. Nein, aber es hätte nachteilig werden können, weil das Problem hatten wir schon erkannt. Nur mal ganz simpel und einfach. Die Toilette war eine halbe Etage höher. Es bedeutet, nachts mal schnell pullern gehen? Das hat man sich überlegt, oder? Aber, so, dazu gibt es noch eine schöne Geschichte, aber etwas später. Dazwischen muss ich sagen, das ist auch für die jüngere Generation was vollkommen Neues. Wir haben damals sozialistisch geheiratet. Ja, das musst du jetzt mal erklären. Sozialistisch geheiratet, das bedeutete, ich habe in meinem Sportclub im Kulturraum habe ich geheiratet oder wir geheiratet und Kulturraum, waren das die immer, die ganz unten? Nein, Kulturraum war das waren die Partykeller. Ein, da wo immer Parteiversammlungen stattgefunden haben. Naja, größte Veranstaltung, wo also so ca. 60 Personen reingingen. Und jetzt kommt das Lustige, man hat eine Standesbeamtin angefordert. Okay. Die hat dann vorne am Tisch gestanden und hat die Trauung vollzogen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob der Tisch auch ein rotes
Tuch hatte und vorne das bewusste Handshake-Abzeichen dran war. Fakt ist, auch schon wieder Fakt, Mensch, wir haben sozialistisch geheiratet. Und nicht nur das, auch unsere Susi, die auf einem anderen Planet lebt, also sprich England, sie wurde mit einer sozialistischen Namensgebung beglückt. Und zwar fand die im Wachregiment in Adershof statt. Und ich war nicht dabei. Ich war gerade wieder unterwegs, irgendwo schwirrte ich in der Welt umher. Und meine ehemalige Frau, die Mutter von Susanne, musste ganz alleine hin. Und jetzt kommt noch was mehr oder weniger Lustiges. Der Commander des Wachregiments, der Genosse General Gronau. Übrigens, wenn man sagt, naja, Stasi, ganz böser. Der Genosse Gronau, General Gronau, war der Funker vom KZ Buchenwald. Okay. Das heißt, der hat in einem ausgegrabenen Loch in der Baracke hat er den Funkkontakt mit Moskau gehalten und die Gefangenen wussten also Bescheid, wo die Rote Armee steht, ja, und wann sie eventuell, wenn sie es packen, mit dem Überleben rechnen konnten. Ja. Wahnsinn, wusste ich auch noch nicht. Ja, ist es so. Und Susi war ein Weißschopf, wie alle meine drei Kinder. Ja, sieht man zwar nicht mehr viel davon. Ist alles verblasst. Ja, ne? Andere kriegen weiße Haare. Meine haben jetzt dunkle Haare bekommen. Und just in diesem Moment, wo die jungen Mütter und Väter auf dem Exerzierplatz standen, wahrscheinlich ging es in irgendeine Räumlichkeit, ich weiß es nicht mehr, kam besagter General vorbei und er war Mensch durch und durch, kann ich nur sagen, wie gesagt, ich kannte ihn auch persönlich, und sah auf dem Arm meiner damaligen Frau so einen kleinen süßen Blondschopf, Weißblondschopf. Er kam nicht an dem Kind vorbei, streichelte über Haar und meinte dann, ne, wer bist du denn, der ist denn der Mama und der Papa, na, wie das so ist. Nicht? Und da sagte die Mutter des Kindes, das ist der Klaus Hennig. Stutzte er, der Klaus Hennig? Ja. Judo? Ja. Und da sagt er, na, da will ich doch glatt der Patenonkel sein. Ja, Susi hat einen Patenonkel, das wusstest du noch gar nicht, wa? Ja, ich auch nicht. So, das also ja, zu ziemlich Bekannten dann sogar, ne? Ja, natürlich. Wahnsinn. Und ich sage, mein Leben ist sowas von interessant. Aber jetzt begann das wirkliche Problem. Das Bäuchlein wurde immer dicker, das Schwesterkind reifte heran und wir waren immer noch in dieser Einraumwohnung. Ganz simpel. Problematik. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir, wenn ein Kind die Windel vollgekackt hat, wird sie weggehauen. Zack, bopp, wegschmeißt. Aus dem Fenster. Und du musst nur aufpassen, dass du sie nicht auf den Kopf kriegst, wenn du drunter durchläufst. Zur damaligen Zeit hat man die Windel genommen und gewaschen. Ja. Jetzt wirklich? Man hat sie eine halbe Etage höher gebracht, hat sie in die Toilette reingehalten, die Spülung gedrückt und so lange geschüttelt, bis jetzt das wirklich? Etwas ja, oh Gott. Verschwunden war. Schockiert. So, und dann wurde es richtig gewaschen. Habt nur ihr das gemacht? Nein, das war gang und gäbe, weil die Windeln waren keine Wegwerfwindeln, sondern das war aus, ja, wie sagt man zu diesen Fasern? Ja, das, was jetzt viele, viele Leute im Gesicht tragen. Ja,
So aus dem Material, so ungefähr. Bloß noch viel weicher. Jetzt muss man sich mal vorstellen, man geht nun mit diesem leicht duftenden Bündel nach oben, halbe Etage höher, macht die Tür auf, kleiner, dann hier, Lokus, ja, und man macht den Deckel hoch und dann sah man, dass das Becken bis zur Oberkante mit einer zähflüssigen, dunkelbraunen Masse gefüllt war. Da war nicht mehr damit, ne? Es war nichts mehr. Dann hat man überlegt, aha, da hat oben wahrscheinlich auch jemand irgendwie was rein und dem ist die Windel beim Spülen rausgeglitten und irgendwo an einem dieser zugewachsenen Fallrohre hängen geblieben. Und da staute sich dann das alles, was oben aus den vier Etagen runterkam. Ja, und bei uns war es nun so, dass es unterhalb unserer Toilette der Tropfen stecken blieb. Ja, und alles, was dann von oben runterkam, stieg in unserer Toilette hoch. Das waren so die kleinen, kleinen Problemchen. Aber die zermürbten, logisch. Aber das ist so ein Punkt, den, also sowas kann heute niemand mehr nachvollziehen. Oder? Also, und das ist ja vor allen Dingen gar nicht mal so lange her. Also, wenn man sich das überlegt, 30 Jahre? Doch. Ja, aber trotzdem, das ist ja eigentlich nichts. Es ist eigentlich nichts. Aber man war ja diszipliniert und man hatte den sogenannten Dienstweg einzuhalten. Das bedeutete, man stellte einen Antrag, schriftlich natürlich, wo man also bekundete, dass man unbedingt eine neue Wohnung braucht, weil die Verhältnisse nicht mehr denen entsprach, die eigentlich einer fast schon vierköpfigen Familie. Ja. So, ich habe das alles eingehalten. Es war sagenhaft. Und ab und zu habe ich dann doch mal unseren Clubleiter, dem Genossen Major König, wenn er mir über den Weg lief, ganz vorsichtig daran erinnert, dass ich da einen Antrag gestellt habe. Und dann kam grundsätzlich, du bringst mal Leistung. Hey, ich hatte schon eine Europameisterschaft. Wir sitzen schon zu acht Huckepack in der Wohnung. Ja, du musst erstmal Leistung bringen. Okay. Ich hatte ja schon sogar eine Europameisterschaftsmedaille geholt. Also ich war ja kein Nobody in dem Sinne mehr. Tja, und so wurde ich immer wieder vertröstet. Und dann wuchs in mir der Gedanke, der alle ehemaligen DDR-Bürger irgendwie so in sich getragen hat, Walter Ulbrich. Walter Ulbrich musste helfen. Walter Ulbrich, der Staatsvater. Der Mann für alle Fälle. Der Mann für alle Fälle. Der mit der hohen Stimme, mit der Füßelstimme. Nichts gegen den Mann. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Kleiner Schnitt. Wir saßen wieder mal in der Sauna. Unser Kommandeur mischte sich splitternackt unter uns. Aber das war so gang und gäbe, oder? War das jetzt im Sportforum direkt? Nein, das war draußen im Hoppegarten. Wir saßen also in der Sauna. Die Finnen sind ja dafür bekannt. Wichtige diplomatische Dinge hatte man in früheren Zeiten in der Sauna besprochen. Ja, ja. Es war angenehm, ja, und es war, ja. Und da habe ich mir gedacht, das machst du genauso. Angenehme Atmosphäre und ich sprach dann... Walter, ich brauche eine Bude. Nee, nicht zu Walter, zu meinem Commander. Ja, Genosse König, jetzt fängt es langsam an, kritisch zu werden. Ich brauche jetzt wirklich eine Wohnung. Vier Personen in dieser Einraumwohnung, Prenzlauer Berg, sagt eigentlich alles, Prenzlauer Berg, geht nicht. Ha. Halt du mal den Dienstweg ein. Wie lange hast du den schon eingehalten? Ewig. Für meine Verhältnisse habe ich ihn ewig eingehalten. Vor allen Dingen, ich habe ihn eingehalten. Und da habe ich dann geschmollt. Da habe ich zu ihm gesagt, naja, dann schreibe ich hier mal Walter Ulbrich. Einfach nur so als Warnschuss. Ich weiß nicht, ob er gelacht hat oder nicht. Keine Ahnung. Für mich war es nicht lächerlich. Ich war an einem Punkt angelangt, Ja, man will ja dann immer vorwärts kommen, ne? So.
jetzt würde man im Film sagen, Schnitt. Ich hatte wieder mal eine Reise vor in mein geliebtes Grusinien zu meinem Blutsbruder Anso. Anso Akignaze war das, was? Ja. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch der richtige Moment. Und ich habe mich hingesetzt und habe an den Genossen Walter Ulbricht geschrieben. Einen Verzweiflungstat. Ich habe ihn erklärt, oder besser so, ich habe in der Hoffnung, dass er dieses Schreiben jemals zu Gesicht bekommt, was ich kaum glaube, aber hoffe, dass zumindest auf dem Schreibtisch, der vor seinem Büro steht, jemand sitzt, der das lesen wird und das in den Wege leiten. Ja, aber die Post ist ja generell immer aufgemacht worden. Ne? Ja, und es hat funktioniert. Was ich nicht wusste, weil ich ja im Kaukasus war. Ich kam zurück von meiner Reise und wurde vorne an der Wache empfangen von den wirklichen Genossensoldaten aus dem Wachregiment und nicht so eine Halbgewalten wie wir. Und Klaus, du sollst sofort zum Commander kommen. Ja, aber nicht erst umziehen, gleich. Ja, da bin ich hin. Und schon auf dem Korridor draußen hörte ich ein fürchterliches Gebrüll. Naja, ich war ja erst mal über eine Woche weg. Es konnte mich ja nicht betreffen. Und dann kam ich ins Sekretariat, also das Vorzimmer. Und da war mir klar, dass ich doch der Auslöser dieses bestialischen Gebrülles unseres Genossen Major König sein sollte. Weil du nach dem 7. Mal Fragen nicht in seinen Augen die Hierarchiestruktur eingehalten hast. Ja, so ungefähr. Die Sekretärin, die saß mit hochgezogenen Schultern da und zeigte nur auf die Tür. Dann habe ich auch mitbekommen, da drin war gerade mein Heimtrainer. Also nicht so ein Ding hier zum Treten, so vielleicht doch. Man hat ihn auch getreten. Es war ein ganz dummer Job, den man so hatte als Trainer. Ja? Man bekam von oben Dresche und man bekam von der Truppe auch noch Dresche. Also man könnte schon sagen, Heimtrainer in dem Sinne auch. Na jedenfalls, er kam raus und ich hatte mir schon eine Strategie zurechtgelegt. Ich muss jetzt immer noch drüber lachen. Obwohl unser Commander eigentlich sowas von einer Zivilschlampe, Entschuldigung, war. Aber er bestand eben auf Militär. Und da hatte ich mir zurechtgelegt, wenn du jetzt rein marschierst, gestiefelt, gespornt, machst du so richtig, aber auf einen knalligen, braven Soldat schwieg. Mein Trainer stürzte aus dem Raum raus, nahm mich so gut wie kaum wahr, war verschwunden. Oh, dachte ich, hallo. Jetzt musste aber wirklich die beste Leistung, schauspielerische Leistung bringen. Wie in so einem amerikanischen Film hast du dann durchgezogen. Jawohl. Die Tür stand auf und ich bin im Exerzierschritt mit Stiefel, Uniform, logisch, geht man ja immer zum Dienst, reinmarschiert. Natürlich. Habe die Tür zugeknallt, mich umgedreht und die Hacken zusammengeknallt, dass die Sekretärin draußen gedacht haben muss, der Chef hat mich erschossen. So hat meine Hacken geknallt. Dann habe ich meine Meldung gemacht, wer gerade vor ihm stand. Und jetzt kommt's. Gegen jede militärische Etikette. Aber ich habe es mal in einem Ami-Film gesehen. Riss ich mir meine Kopfbedeckung vom Kopf und klemmte sie mir mit dem Schirm nach vorn in den linken Arm, waagerecht, und starrte auf das Bild hinter meinem Commander. Auf dem Bild war Walter Ulbricht. Mir konnte nichts passieren. An den hatte ich geschrieben und er war der Auslöser des ganzen Ärgers. Ja,
Mein Auftritt hat dem wahrscheinlich so imponiert, dass er nichts mehr sagen konnte, also meinem Commander. Und er teilte mir mit, dass ich von nun an, ja, der Besitzer kann man ja nicht sagen, aber eine Wohnung in Köpenick im Wendenschloss draußen bekommen würde. Der alte Mieter müsste bloß ausziehen. Er hat sich selber so fertig gemacht, oder? Rumgebrüllt wie Sau, er konnte es nicht ändern und dann... Ja, nicht. Danke, hier. Ja, und so ganz nebenbei muss ich noch zur Ehrenrettung sagen, dass ich nicht nur an mich gedacht habe. Ich habe einen Brief an Walter Ulbricht, habe ich auch noch zwei andere Sportfreunde erwähnt, denen es nicht anders ging. Auch mit mir in der gleichen Straße in Prenzlauer Berg gewohnt haben. Und auch sie profitierten von, ja, was war ich? Von meiner Ungehobeltheit, unseren Commander zu übergehen. Da war ich, habe ich ja eigentlich. Drüber hinwegzusetzen. Ja? Aber jetzt kommt es. Den Brief, den ich an Walter Ulbricht geschrieben habe, beendete ich mit dem Satz, dass ich unter den Bedingungen, in denen ich jetzt zurzeit mit meiner kleinen Familie wohnen muss, nicht mehr in der Lage bin, meine diplomatische Mission zu erfüllen. Wow! Und das, das zieht natürlich dann, gesessen, ja? Ja, das ist ja auch ein Umstand, der dich ja dann auch so psychisch belastet hat, ne? Da hättest du ja auch nicht die Leistung bringen können. Ja, natürlich. Man muss halt immer nur die richtigen Argumentationsmittel finden und Wege. Man muss einfach nur die Leute mit den eigenen Waffen schlagen. Ja, das zu so einem kleinen Einblick, mit welchem Problemen wir uns auseinanderzusetzen hatten. Und ihr seht, liebe Freunde, wie sagt man, da draußen. Genau, da draußen, ja, richtig. Da draußen, es war nicht nur Kampf auf der Matte. Wir mussten auch so kämpfen. Das ganze Leben, oder? Das ganze Leben, es hört nicht auf. Und jetzt? Es geht weiter vor allen Dingen. Kämpfe ich schon wieder. Ja. Also, Abschlusswort. Ja, also es, wie gesagt, es ist jetzt die erste Folge im neuen Jahr gewesen und ich freue mich definitiv auf die nächste Folge, weil es wird die Kuba-Reise sein. Ist das richtig oder ist das die übernächste? Schauen wir mal. Nein, das ist die übernächste. Die nächste wird euch zeigen, wie ich getickt habe. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Ich werde euch mal kurz anfüttern. Sie lautet, war das Fahnenflucht? Ja, das wird auf jeden Fall eine Geschichte sein. Die wird auch interessant. Auf jeden Fall freue ich mich persönlich besonders dann auf die Kuba-Story. Und da sage ich euch jetzt schon, dass... Wegen der Süßen. Ja, auch. Also Leute, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an, Instagram, SpätzünderTV mit AE und UE geschrieben und dann stellt mir einfach eure Fragen an die Podcasts. Oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann definitiv genauso. Es wird jetzt demnächst ein neuer Podcast rauskommen und wir werden noch weitere Projekte verwirklichen und da werden wir euch natürlich mit dran teilhaben lassen und das Ganze erwähnen. Ansonsten, ja, habt für die kommende Zeit genug Geduld, Kraft, Ausdauer für das, was uns bevorsteht dieses Jahr. Und es wird sehr viel Veränderung geben. Also geht mal in euch und genießt die Zeit. Ja. Und denkt daran, wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Aber wie gesagt, alles wird gut. Alles normal. Genau. Alles normal. Also, ich wünsche euch was, viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao. Stories to go!